hätten die Patienten sicherlich einen Vorteil. Würden wir sehr begrüßen, aber wir müssen aus wissenschaftlicher Sicht, auch wenn es unbequem ist, unsere Experten bitten, mit uns zusammen ein solches Protokoll durchzuführen. Herr Professor Thiel, ist dazu noch was zu sagen aus Ihrer Perspektive? Ich bin auch dieser Ansicht, dass Elektroakupunktur absolut positiv zu bewerten ist, überhaupt in der Testform, wobei das Gefährlichste die Quecksilberverseuchung des Gehirnes ist, des limbischen Systems. Und das kommt auch. Und das kann man testen. Ja. Herr Professor, die viele Patienten haben gemeint, wie Sie mit uns über Ihre Probleme in Argumente gesprochen haben, dass Sie sich so müde fühlen. Ist diese Müdigkeit auch eine Auswirkung des Quecksilbers? Ja, absolut. Ja? Müdigkeit, Affektlabilität, Schlafstörungen, das gehört alles dazu. Und wobei immer eine Schwächung des Immunsystems auch mit inbegriffen ist. Schwächung des Immunsystems, das ist wahrscheinlich ein Stichwort, über das man heute als Arzt sehr viel reden kann. Prinzipiell, Herr Professor. Ja. Prinzipiell ist es so, dass die, wenn Sie es wollen, Spurenelementbiologie, die Schwermetalltoxikologie heute selbstverständlich auch sehr stark mit der genannten gesamten Funktionspathologie des Immunsystems verbunden ist. Die Forschungen darüber sind soweit im Gang, aber schlüssige Beziehungen lassen sich nur für sehr wenige Metalle ableiten. Aber der Schwächung des Immunsystems legt man heute schon eine sehr große Bedeutung bei, glaube ich. Denn man hört immer wieder, also Schwächung des Immunsystems führt zu Allergien und Krebs Ich glaube, dass das Wort Erkrankung eigentlich... Von AIDS gar nicht zu reden. Dass das Wort Erkrankung im Gesamten mit dem Begriff Immunsystem verbunden ist. Das heißt, es ist ein zentrales Regulativ, das mit dem Wort Erkrankung eigentlich direkt verbunden ist. Lässt sich nicht mehr trennen davon. Ja, meine Damen und Herren, und auf diese Schwächung des Immunsystems möchte auch mein Fachkollege Dr. Wolfgang Hingst hinaus, und zwar in seinem nächsten Film. Er hat nämlich bei Herrn Universitätsprofessor Dr. Dostal in Wien gedreht. Und Professor Dr. Dostal besitzt eines der wenigen Geräte in Österreich, mit denen man das Funktionieren des Immunsystems messen kann. Mit modernsten Geräten, mit Hilfe der sogenannten Durchflusszytometrie, kann heute die Schwächung des Immunsystems, also der körpereigenen Abwehr, registriert werden. Ein Laserstrahl tastet die verschiedenen Zellarten des Immunsystems ab und zählt sie. Aus den Verhältniszahlen und Absolutwerten kann der Arzt auf Erkrankungen schließen. Ursache der Schwächung des Immunsystems sind unter anderem giftige Schwermetalle, zu denen auch Quecksilber gehört. Es handelt sich zum Teil Veränderungen im Zentralnervensystem, also im Gehirn der Nerven, Entzündungen, chronische Entzündungen. Das ist ja, die Quecksilbervergiftung ist eine chronische Vergiftung oder wie wir sagen, Intoxikation. Wir sehen weiterhin zum Teil auch solche Veränderungen bei Art Bronchitiden, asthmatischen Veränderungen und so weiter. Also das sind alles Verdacht auf Schwermetallvergiftungen, sofern natürlich auch hier primär ein Grund vorhanden ist, also dass zum Beispiel eine Amalgamblomben in größerer Zahl vorhanden sind und so weiter. Bei Verdacht kann aufgrund von Blutproben der Quecksilberspiegel genau bestimmt werden. Das Tückische ist, dass das giftige Schwermetall im Körper abgelagert wird. Depots sind vor allem Knochen, innere Organe und das Gehirn, in dem Quecksilber mit einer Halbwertszeit von 18 Jahren besonders lang gespeichert wird. Quecksilber wird in den Organen abgelagert, vor allem im zentralen Nervensystem, in den Genitalorganen und in der Niere, aber auch in der Leber hat man Depots von Quecksilber. Menschen, die so belastet sind mit Quecksilber, sollten sich nach Entfernung ihrer Amalgamplomben einer Ausschwemmungstherapie unterziehen. Diese Ausschwemmungstherapie muss unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt werden. Es gibt verschiedene Substanzen, mit denen man das machen kann. Eine davon ist das D-Penicillamin. Eine weitere Möglichkeit wäre, Quecksilber zu entgiften mit Zink und hohen Dosen Vitamin C. Aber auch mit Selen können Sie Quecksilber entschärfen. Und schließlich und endlich gäbe es noch in Deutschland eine Substanz, die in Österreich noch nicht erhältlich ist. Das ist DMPS. Man hat gesehen, dass man mit diesen Substanzen
in der Ausscheidungstherapie sehr rasch nach der Verabreichung hohe Spiegel an Quecksilber im Harn findet. Der Nachteil an dieser Therapie ist, dass mit den Schwermetallen, die sich negativ auf den Organismus auswirken, leider Gottes auch die guten Spurenelemente mit ausgeschieden werden, sodass es unbedingt erforderlich ist, anschließend eine Supplementierung mit den lebenswichtigen guten Spurenelementen durchzuführen. Harnproben von hunderten Patienten in der Bundesrepublik haben nach Ausschwemmungstherapien zum Teil unglaublich hohe Quecksilberwerte gezeigt. Der international bekannte Münchner Toxikologe Max Daundra erklärt dazu, das Einsetzen neuer Amalgamplomben ist ein ärztlicher Kunstfehler. Nach unseren Erfahrungen an über 500 Patienten mit mehreren Amalgamfüllungen müssen wir sagen, dass es sich hier um eine chronische Vergiftung aus Quecksilber, Kupfer und anderen Schwermetallen handelt, die so stark ist, dass ab sofort keine weitere Amalgamfüllung mehr eingesetzt werden sollte und bei entsprechenden Beschwerden die alten auch langsam ausgetauscht werden sollten. Was sind denn die Beschwerden? Die Beschwerden sind von Seiten des Nervensystems Müdigkeit, Schlappheit, Gereiztheit, Apathie, Nervenschmerzen, Bauchschmerzen und so weiter. Ganz vielschichtiger Natur. Hier muss der Patient sich mit seinem Hausarzt unterhalten, ob hier Amalgam die Ursache sein kann. Professor Daunderer spricht von einer chronischen Quecksilberspeicherkrankheit. Amalgamplomben seien die Hauptursache, weil die Vergiftungen nur auftreten, solange sie sich im Mund befinden. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben jetzt aus diesem Film bereits eine ganze Reihe von Verhaltensmaßregeln erfahren und wir sind der Meinung, eine gute Informationssendung soll und darf einen Patienten nicht verunsichern. Wir bedienen uns der besten Experten, die wir finden konnten und meine Frage jetzt natürlich an meine beiden Studiogäste, was kann man jenen Gästen, Herr Professor, jenen Zuschauern raten, die Amalgamplomben im Mund haben, wie können sie sich auch aufgrund unserer neuesten oder ihrer neuesten Erkenntnisse verhalten? Zunächst einmal ist ganz klar zu sagen, dass ein absoluter Großteil der Patienten aufgrund einer durchaus normalen Belastbarkeit keinerlei Reaktionen zeigen wird. Zweitens, jeder, der wirklich das Gefühl hat, und ich möchte auch diejenigen ansprechen, die kein Amalgam im Mund haben und diese Problematik der Schlappheit, der Müdigkeit und so weiter haben, dass die sich ebenfalls stellen, wird sicherlich in unbürokratischer Art und Weise eine Untersuchung ermöglicht. Und wenn dann tatsächlich eine solche Belastung auftritt, wird ihnen geholfen werden. Die Argumente vom Herrn Daunderer haben uns ja im Auditorium Maximum damals sehr stimuliert. Ich finde nur, Herr Daunderer, bei aller seiner Eloquenz und seiner sicherlich respektablen Wissenschaftlichkeit, kann nach einer Untersuchungsdauer von 4 Monaten eine solche absolut harte Stellungnahme durchaus nicht so hart formulieren mit Kunstfehler. Ich möchte mich da schon sehr schützend vor unsere Kollegen stellen, die morgen und übermorgen an der Front des wirklichen täglichen der Atuns Amalgamfüllungen Legiatis legen wollen. Das heißt, das halte ich mit Sicherheit für einen noch, na wohl mal sagen, absolut nicht von dir. Also nach den Gesetzen der ärztlichen Kunst legen wollen, und das ist ja gar nicht so einfach, wie wir ja schon des Öfteren gehört haben. Durchaus nicht. Herr Professor Dr. Thiel, Ratschläge an unsere Zuschauer. Ich bin nicht der Meinung, wie der Herr Kollege, dass das Amalgam unter Umständen ungefährlich sein kann. Ich glaube eher, dass es nötig ist, dass der Arzt aufgrund seines Eides, in dem er versprochen hat, die Schadwirkungen von seinem Patienten fernzuhalten, lieber versucht sein sollte, irgendetwas anderes zu nehmen außer Amalgam. Wenn das als giftig erkannt ist oder der Verdacht nur vorhanden ist, dass es wirklich giftig ist und man kann etwas anderes verwenden, so wird er eben was anderes verwenden. Also Amalgam verhindern. Amalgam verhindern. Ja, danke, Herr Professor. Meine Damen und Herren und meine Kolleginnen und Kollegen von der Wir-Redaktion haben auch etwas vorbereitet, nämlich ein Merkblatt. Es heißt hier im ersten Satz, 90% aller Menschen mittleren Alters tragen Amalgamplomben. Diese Informationsblätter sollen allen, die durch die Amalgam-Diskussion verunsichert sind, helfen und praktische Unterstützung bieten. Und diese Informationsblätter können Sie über unseren Kundendienst anfordern, und zwar über die Telefonnummer 82 36 71.
Es sind schon viele dieser Blätter in den vergangenen Wochen angefordert worden. Wir haben diesen Kundendienst weiterhin aufrecht. Bitte bedienen Sie sich dieser Informationen. Es wird hier mal ein allgemeiner Überblick gegeben. Es gibt des Weiteren dann auch Buchtipps, Hinweise auf Literatur und vor allem Adressen, Namen und Adressen von Ärzten und Laboratorien, wo Sie Ihren Quecksilberspiegel im Blut sozusagen testen lassen können, wo Sie sich beraten lassen können, wo Sie ärztlichen Rat, individuellen ärztlichen Rat bekommen. Meine Herren, ich glaube, wir haben so im Prinzip einmal das Wesentlichste für heute besprochen. Gibt es noch irgendwas Besonderes zu sagen, Herr Professor Slavicek? Prinzipiell glaube ich, dass es kein Anlass ist, heute ohne ein besseres Material von der mechanischen Seite her zu haben, den Patienten in irgendeiner Form Angst zu machen. Ich glaube, dass er heute noch immer gut bedient ist. Ja, und diesem Schlusswort, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, Herr Professor, möchte ich mich anschließen. Am kommenden, das heißt diesen Freitag, gibt es eine weitere in Ihrer New Yorker Praxis eine Zahnfüllung an, die viel billiger als Gold sein und keine schmerzhaften Vorbereitungen erforderlich machen soll. Es handelt sich um eine Paste, die aus Silber und Quecksilber besteht, das Amalgam. Bereits 7 Jahre später, also im Jahre 1840, wird dieses Amalgam als Zahnfüllstoff in den USA verboten. Der Grund? Auftretende Vergiftungen durch Quecksilber. Bis zum heutigen Tag findet an vielen Fronten und in vielen Ländern die Auseinandersetzung über das Thema Amalgam statt. Gegenargumente sind unter anderem, dass Amalgam ein wertvolles Zahnfüllmaterial sei und dass Berichte über angebliche Gefährdungen der Gesundheit nicht fundiert und unwahr sind. Allerdings haben sich in jüngster Zeit die Beweise verhärtet, dass Amalgam im Mund mit einer toxischen Zeitbombe gleichzusetzen sei. Jährlich werden in Deutschland rund 40 Millionen Amalgamfüllungen gelegt. Amalgam besteht aus Silber, Zinn und Kupfer, sein Hauptbestandteil aber ist hochgiftiges Quecksilber. Viele Patienten sind verunsichert, misstrauen ihrem Zahnarzt und suchen Rat. Bei Ellen Karl in München steht das Telefon nicht mehr still. Hallo, Beratungsstelle für Amalgamvergiftete. 1986 musste ich mich einer Zahnbehandlung unterziehen und dabei wurden alle alten Füllungen gegen neue Amalgamfüllungen ausgetauscht. Und das brachte mir fast also den Tod. Ich bin auf der Straße umgefallen, ich hatte keine Kraft mehr in den Beinen, ich hatte Nierenkoliken, ich bin kaum mehr also mit meinem Kind zurechtgekommen im Haushalt. Ich habe das dann irgendwie drauf geschoben, dass ich als Alleinerziehende eben so sehr belastet bin. Es ist belastend mit einem kleinen Kind, aber die Symptome waren ganz, ganz schrecklich. Und ich wusste unterschwellig durch meine Schwester, dass es wohl mit Amalgam zusammenhängt. Der Zahnarzt meinte aber, ich sei lediglich sehr sensibel, das käme nicht vom Amalgam. In der Beratungsstelle treffen sich Menschen, die Amalgam für die Hauptursache ihrer Krankheiten verantwortlich machen. Ich bin seit Jahren krank und leide unter Angstzuständen, Depressionen, Sehstörungen, ständige Kopfschmerzen, Müdigkeiten. Und ich konnte mir nicht erklären, wo das alles herkommt. Ich wurde von Tag zu Tag schwächer, immer mehr Erschöpfungszustände und eines Tages habe ich meine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. Und ich ging dann in Psychotherapie, aber es war auch ohne Erfolg und dann hat mich Herr Schmidt auf das Thema Amalgam aufmerksam gemacht und dann habe ich die Tests machen lassen und da ist ihm festgestellt worden, dass ich eine Quecksilbervergiftung bzw. Amalgamvergiftung habe und bin jetzt in Behandlung. Die Giftigkeit des Quecksilbers ist schon seit der Antike bekannt. Doch selbst die neuen Non-Gamma-2-Amalgame bestehen zu 50% aus Quecksilber. Und das kann sich aus der Amalgamverbindung lösen. Man sieht hier bei der Panoramaaufnahme seitlich neben den amalgamgefüllten Zähnen perlschnurartig die Umwandlungen des Knochens. Und in diesem Knochen findet man bei der toxikologischen Untersuchung irrsinnig hohe Konzentrationen an Quecksilber, Zinn und den anderen Amalgambestandteilen. Und Zähne, die dann mit Formaldehyd oder anderen Substanzen gefüllt waren, potenzieren im Gehirn diese Wirkung der Amalgame.
Für Dr. Daunderer ist Amalgam die Wurzel vieler Übel. Quecksilber und insbesondere natürlich auch das hochgefährliche Zinn aus den Amalgamen wird bei Mundtemperatur eingeatmet und daher ganz schnell in das Nervensystem des Kopfes eingelagert. Ein Teil wird verschluckt und durch Mundbakterien in die hochgiftige organische Form verwandelt. Wir können die organischen Formen nachweisen, und zwar nur bei Amalgamträgern. Amalgam ist natürlich ein traumhaftes Material. Es ist außerordentlich schnell zu verlegen. Und selbst bei völlig unsachgemäßem Gebrauch merkt der Patient natürlich nichts von diesen Nachteilen. Ganz im Gegenteil zu Kunststoffen, wie sie ja zum Beispiel in Japan seit 1988 nur verwendet werden. Aber die Kunststoffe müssen natürlich korrekt angewandt werden, sehr trocken verarbeitet, sehr mühsam. Und wenn hier fehlerhaft gearbeitet wurde, merkt es der Patient sofort. Und es entstehen Karies und Lücken und Überhänge, Dinge, die der Patient natürlich mit sich nicht machen lässt. Amalgame müssten spätestens nach 6 Jahren ausgetauscht werden und immer wieder neu gemacht werden. Herausbohren von Amalgam bedeutet aber in etwa einer Giftaufnahme von 10 Jahren zusätzlich in Kauf zu nehmen. Das heißt also, Amalgam ist immer hochproblematisch, für einen Zahnarzt aber natürlich von der technischen Seite her ein Wundermittel. Und das ist das Geheimnis, warum der Zahnarzt sich natürlich nicht von diesen Sachen trennen möchte. Für Daunderer sind die Zahnärzte die Hauptleidtragenden der Quecksilbervergiftung. Da sie dauernd mit Amalgam arbeiten, das besonders beim Einsetzen oder Entfernen Giftstoffe freisetzt. Einige wie Dr. Jahns in Holzkirchen haben Amalgam bereits aus ihrer Praxis verbannt, arbeiten nur noch mit Atemschutz, um den giftigen Quecksilberdämpfen zu entgehen. Der Patient wird durch einen Kofferdamm, eine dünne Gummiabdeckung der Mundschleimhäute, die nur einzelne Zähne freilässt, geschützt. Nach einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation beträgt die tägliche Aufnahme von Quecksilber 3 bis 17 Mikrogramm aus Amalgam. Warum tragen Sie eigentlich bei der Behandlung Gasmasken? Meine eindeutige Entscheidung gegen Amalgam und für diese Vorsichts- und Schutzmaßnahmen, die ich vor 1 bis 2 Jahren noch für vollkommen unmöglich gehalten habe, wurde stark beeinflusst durch Quecksilber- und Zinnmessungen in meiner Praxis. Wir haben inzwischen 1500 Speicheltests vorliegen, schicken sämtliche extrahierten Zähne ins Labor, lassen die Wurzelreste, die Zahnwurzeln, Knochenteile und Schleimhautteile bei Amalgamträgern untersuchen. Und die Werte, die wir bekommen, sprechen eine eindeutige Sprache. Mit diesem Beginn, mit diesem Einstieg in dieses Problem, haben wir hier in der Praxis selber an uns, an meinen Helferinnen und auch bei mir Speichelproben durchgeführt. Und die Werte, die da rauskamen, waren für mich katastrophal. Und seitdem meide ich Amalgam wie die Pest. Ich muss es leider rausmachen, aber ich mache es nur noch mit einer Gasmaske raus. Besonders bedenklich, Amalgam und Gold zusammen im Mund. Dann können vermehrt Schwermetalle freigesetzt werden. Die Krankenkassen sehen jedoch keinen Handlungsbedarf. Wir haben ja die Untersuchungen, die durchgeführt worden sind, bisher von den Wissenschaftlern immer durchgesehen. Und diese Behauptungen einzelner sind ja bis heute von den Wissenschaftlern nicht bestätigt worden. Nach den bisherigen Berichten, und ich kann es nur wiederholen, das Bundesgesundheitsamt hat es ja erneut bestätigt, bestehen nach wie vor keine Bedenken gegen das Verwenden von Amalgam. Wen wundert's auch? Die Zahnschmerzen sieht man der 3-jährigen Marion nicht an. Wie bei vielen anderen Kindern ihres Alters sind ihre Zähne kariös. Abhilfe sollen Zahnfüllungen aus Amalgam schaffen. Laut einer Pressemitteilung des Bundesgesundheitsamtes ist die Verwendung von Amalgamfüllungen bei Kleinkindern allerdings sorgfältig abzuwägen, weil eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Quecksilber angenommen werden muss. Jetzt müssen wir natürlich vorher klären, was da gemacht werden soll. Da geht es um die Füllungsmaterialien. Bei Kindern in dem Alter macht man nach Möglichkeit
Kein Amalgam, das ist dreiviertel Jahre. Wenn es kleine Füllungen sind, spielt sowieso keine Rolle. Wenn Kaukräfte draufkommen, dann wäre Amalgam an sich besser. In dem Fall wird es aber wahrscheinlich so sein, dass wir da Kunststoff verwenden müssen. Marion muss bei Vollnarkose behandelt werden. Ein schwerer Eingriff. Wie viele andere Kinder reagierte sie beim Zahnarzt überängstlich und wehrte sich. Da sieht man nun kariöse Defekte. Das ist ja zum Beispiel relativ kleiner, den kann man ganz sicher mit Kunststoff reparieren. Dahinter ist schon etwas größer und hier ist ein sehr großer Defekt zu sehen, der an sich mit der Amalgamfüllung mit Sicherheit besser versorgt wäre als mit einer Kunststofffüllung. Ich habe mich ja vorher mit den Eltern unterhalten und darauf hingewiesen, dass es verschiedene Füllungsmaterialien gibt und die Eltern lehnen Amalgam ab. Also werde ich hier, falls der Zahn erhaltbar ist, mit Kunststoff arbeiten. Wir haben derzeit keine entsprechenden Alternativen für Amalgam bezüglich auf die rasche Verarbeitung und auf die Qualität. Für Kinder empfehlen wir keine Goldfüllungen, weil Goldfüllungen sehr aufwendig sind und die Milchzähne ja bekanntlich herausfallen. Amalgame zu legen bei Kindern muss sehr kritisch geprüft werden und wir wollen die Amalgamfüllung nach Möglichkeit vermeiden bei Kindern. Amalgam besteht zu 50% aus Quecksilber und einem Gemisch aus Kupfer, Zinn und Silber. Es ist ein Werkstoff, der kostengünstig und schnell verarbeitet werden kann, im Mund aber toxische Reaktionen auslöst. Besonders beim Legen vom Amalgam entstehen hochgiftige Quecksilberkonzentrationen. Es häufen sich die Fälle, wo Patienten darauf mit Kopfschmerzen, Übelkeit und anderen unerklärlichen Symptomen reagieren. Die Müdigkeit hat sich immer mehr verstärkt. Sie war so arg, ich konnte mich tagsüber kaum auf den Beinen halten, war immer sehr, sehr müde. Ich bin immer wieder eingeschlafen, konnte mich nicht mehr konzentrieren, konnte nichts mehr arbeiten oder kaum mehr arbeiten, konnte mich schlecht konzentrieren. Und am Ende vergangenen Jahres hat sich das von Woche zu Woche zunehmend verschlechtert. Und da ist der Gedanke gekommen, es könnte vielleicht vom Amalgam sein. Und ich wusste, dass man das testen kann, bereits einen Abriebtest beim Zahnarzt. Dieser wurde dann beim Zahnarzt durchgeführt und er gab schon eine 50-fache Erhöhung des Normalwertes. Dann wurden auch die Plomben entfernt und später eine Entgiftung vorgenommen. Und die Resultate, die sich dann aufgrund der Entgiftung ergaben, die Laborwerte, waren wirklich erschreckend hoch. Es haben sowohl der Zahnarzt, der Toxikologe als auch der Hausarzt bestätigt. Das Schwermetall Quecksilber wirkt schädigend auf das Immunsystem. Manche Toxikologen raten deshalb, wie viele naturheilkundlich orientierte Ärzte auch, das Amalgam zu entfernen und den Körper zu entgiften. Die Vergiftungsgefahr besteht auch in der Zahnarztpraxis, wenn aufsteigende Quecksilberdämpfe eingeatmet werden. Sie können zu 80% in der Lunge aufgenommen werden und gefährden Arzt und Personal. Ja, ich trage die Gasmaske deshalb, um mich vor den Quecksilberdämpfen zu schützen, die beim Herausnehmen der Amalgamfüllungen entstehen. Und es ist so, dass am Tag ja mehrmals Füllungen entfernt werden. Das heißt, der Zahnarzt und auch das Personal öfters am Tag Quecksilberdämpfe abbekommen und deshalb auch im Körper anreichern. Seit 2 Jahren müssen in allen neu eingerichteten Praxen Amalgamreste als Sondermüll über einen sogenannten Amalgamabscheider entsorgt werden. Im Klärschlamm des Abwassers würden sie sonst die Umwelt vergiften. Kaum zu glauben, im Mund ist diese quecksilberhaltige Verbindung erlaubt. Naturheilkundlich orientierte Ärzte können eine Quecksilberbelastung im Körper mit einem Elektroakupunkturgerät bioenergetisch bestimmen. Das Quecksilber im Körper der Patientin wird durch sogenannte Amalgamnosoden nachgewiesen. Hinweise zum Entfernen des Amalgams finden sich auf der sogenannten vergifteten Karte der Amalgamberatungsstelle.
Das Amalgam soll mit einem Spezialbohrer gelöst werden. Anschließend muss das Amalgam im Körper ausgeleitet werden, wozu homöopathische, aber auch andere Arzneimittel zur Verfügung stehen. Mit einem dünnen Gummituch wird verhindert, dass auch kleinste Amalgampartikel in den Mund gelangen, verschluckt werden oder in den Blutkreislauf kommen. Weiter werden Maßnahmen wie das Entfernen des Amalgams aus der Zahnwurzel von der Beratungsstelle für Amalgamvergiftete empfohlen. Ich bin dann 3 Jahre in einem ausgesprochen schlechten Gesundheitszustand rumgelaufen. Ich war licht- und geräuschempfindlich. Ich hatte Ohnmachtsanfälle. Ich hatte Schmerzen im Gesicht. Ich habe also ständig irgendwie geknetet. Und ich hatte meinen Zahnarzt, einen Münchner Zahnarzt, darauf angesprochen, dass ich eigentlich doch Bedenken gegen diese Füllungen habe. Er hatte sie mir aber ganz beredt, also ausgeredet, hat gesagt, das ist das beste Material, was es gibt. Man merkt ja auch selber mit dem Körper, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Und es ist halt unheimlich enttäuschend, wenn man dann zum Arzt geht und man wird als Vollidiot dargestellt. Das heißt, sie haben psychosomatische Störungen und es liegt an dem Übergewicht und allen möglichen lächerlichen Sachen eigentlich. Und man merkt ja selber, man hat Schmerzen und man wird einfach für blöd erklärt. Die Ärzte setzen alles runter, Amalgam wäre nicht giftig und es wäre nicht ernst zu nehmen. Das ist alles dramatisiert und der Meinung bin ich also überhaupt nicht. Ich war also bei Virologen, ich war bei Zahnärzten, ich war bei Augenärzten, ich war bei Heilpraktikern. Bis ich dann zufällig einen Artikel las über Amalgamvergiftung, den hatte ich erst gar nicht so ernst genommen und dachte mir, nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und nachdem mir aber sonst niemand weiterhelfen konnte, bin ich zu einem Toxikologen gegangen, der inzwischen eindeutig festgestellt hat, dass ich unter einer Amalgamvergiftung leide. Peter Albrecht war Leistungssportler. Ein Leberschaden zwang ihn, mit dem Leistungssport aufzuhören. Heute ist er arbeitsunfähig. Die Ursache sieht er in 14 Amalgamfüllungen, die zu seiner Quecksilbervergiftung geführt haben. Wenn Zahnärzte 20, 30 Jahre lang Amalgam verlegt haben und es tatsächlich so ist, und es sieht im Moment so aus, als ob das eine systematische Vergiftung der Patienten wäre, dann frage ich mich, würde ich, wenn ich Zahnarzt wäre, würde ich das vor mir selbst eingestehen können? Also ich hätte wahrscheinlich Probleme, wenn ich das seit 30 Jahren tue. Dann kommt noch dazu, die Zahnärzte sind leider keine Experten auf dem Bereich. Die lernen im Studium nicht, wie gefährlich Amalgam ist. Wenn das so wäre, würden sie es ja nicht verwenden. Ich habe mich kürzlich mit einem jungen Zahnarzt unterhalten, der selbst betroffen ist, selbst vergiftet. Und erst seit 2 Jahren, seitdem er praktiziert und Beschwerden hat, sich mit dem Problem auseinandersetzt. Er dachte vorher, aufgrund der Informationen, die er in seinem Studium gesammelt hat, das wäre ein geniales, tolles Mittel. Ob aus Sorge um ihre zukünftige Karriere als Zahnärzte oder aus Verunsicherung, zum Amalgamproblem wollten die Studenten vor der Kamera keine Aussage machen. Die Entscheidung, in der eigenen Zahnarztpraxis vorwiegend mit Amalgam zu arbeiten, fällt schon in der Ausbildung. Nicht gelehrt bekommen die Studenten, im Seitenzahnbereich auch Kunststoffe zu verwenden. Die Gründe? Kunststoffe sind weniger fest, die Verarbeitung dauert länger und erfordert eine hohe Qualifikation. Im Seitenzahnbereich wird überwiegend schon seit über 150 Jahren das Amalgam verwandt. Deshalb haben wir eine sehr gute Übersicht über die Wirkung vom Amalgam. Wir können aus vielen Studien und vielen Untersuchungen klar sagen, dass das Amalgam nicht für den Patienten giftig ist. Eine emotional geführte Diskussion, zum größten Teil unbegründet, oder erklären tatsächlich Zahnärzte ihre Patienten für blöd, vergiften sie sich schleichend bis hin zu so schweren Leberschäden, dass man berufsunfähig wird. Herr Professor Hickel, Sie sind Zahnarzt an der Universität in Erlangen. Wenn dem so wäre, müssten dann nicht die Zahnärzte selber eigentlich alle Vergiftungen haben? So sehe ich das auch. Es ist sicherlich so, dass in der Bundesrepublik derzeit etwa 50 Millionen Bürger Amalgamfüllungen haben, dass die meisten, der ganz große Anteil, keinerlei Probleme hat, dass aber ein ganz geringer Anteil Beschwerden auf Amalgam zurückführt. Sie sagen, die Betroffenen führen die Beschwerden auf Amalgam zurück.
können Experten auch, diese Beschwerden auf Amalgam zurückführen? Und von der wissenschaftlichen Seite her haben wir in Erlangen seit 3 Jahren eine Amalgam-Untersuchungsstelle, eine multidisziplinäre Studie. Das heißt, es sind verschiedene Institute bzw. Polykliniken an dieser Untersuchung beteiligt. Und wir konnten bislang noch keine Hinweise finden, dass Amalgam jetzt Intoxikationen, das heißt Vergiftungen, verursacht, mit Ausnahme eines Falles, wo wir eine Amalgamallergie nachgewiesen haben. Solche Allergien sind aber sehr selten, wenn wir das zum Beispiel mit Kunststoffen vergleichen. Man sagt, es sollen angeblich nur 70 Allergien überhaupt auf der Welt gemeldet sein auf Amalgam. Aber irgendwo muss ja der Grund herkommen, Herr Dr. Halbach, Sie sind Toxikologe. Wie sieht das denn eigentlich überhaupt mit der Möglichkeit des Nachweises dann aus? Wann kann man wirklich sagen, jetzt ist der Spiegel so hoch, dass das wirklich Vergiftungen machen müsste? Denn wir haben ja auch Anhalt aufgrund von Berufstätigkeit mit Amalgam. Es kann ja Quecksilbervergiftungen auch geben, die wir ja auch kennen. Aber wie sehen denn da die Verhältnisse aus? Wenn Sie mich jetzt hier auf diese Verhältnisse ansprechen, dann kann man vielleicht mit dem beginnen, was aus der Arbeitsmedizin bekannt ist, mit der berufsmäßigen Exposition. Und hier sind die Spiegel, die im Urin und im Blut auftreten, bei beruflicher Belastung mit Quecksilber recht genau bekannt. Wir wissen auch einiges über epidemiologische Fälle, über Massenvergiftungen, allerdings mit organischen Quecksilberverbindungen. Aber wie hoch sind denn dann diese Spiegel im Verhältnis zu den Belastungen von dem Amalgam, was aus dem Zahn kommt? Das ist so, dass diese Schwellen, die bei denen man heute damit rechnen muss, dass bei berufsmäßiger Exposition die ersten Symptome auftreten können, etwa 10-mal höher sind als das, was Sie bei den Menschen finden, die Amalgamfüllungen haben und ihre Hintergrundbelastung an Quecksilber zusätzlich haben. Und welche Vergiftungen sind es denn? Wie sähe denn eine Quecksilbervergiftung aus? Welche Symptome macht denn das, Herr Dr. Koch? Sie sind halt naturheilkundlicher Zahnarzt. Das Problem ist, Frau Küdemann, dass sich das Quecksilber ja im Gesamtorganismus verteilen kann. Zum Beispiel im Gehirn, in der Niere und in der Leber. Und dort kann es eine ganze Reihe von verschiedenen Symptomen hervorrufen. Die Frühsymptome einer chronischen Quecksilbervergiftung sind psychischer Natur. Das heißt Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Migräne. Und wieso kann man das denn dann aufs Quecksilber zurückführen? Denn wir haben ja nun so viel Kopfschmerzen, so viel Migräne. Richtig. Allein der Stress reicht doch schon aus. Woher weiß man dann, dass das Quecksilber sein soll? Das ist das ganz große Problem, was Herr Kollege Halbach auch kurz angeschnitten hat. Wir haben bis zum heutigen Tage keine wissenschaftlich anerkannten Diagnosemethoden, um festzustellen, ob eine Erkrankung durch Quecksilber verursacht wird. Mhm. Es wird momentan mit Grenzwerten gearbeitet aus der Arbeitsmedizin. Die resultieren aber aus einer Belastungszeit von 40 Stunden in der Woche, also 8 Stunden pro Tag. Die Amalgamfüllungen sind aber 24 Stunden pro Tag im Munde. Und nun, Herr Dr. Daunderer, gibt es ja nicht nur genügend Zahnärzte, die mit dem Amalgam arbeiten, sondern die auch Zahnfüllungen mit Amalgam haben. Bei so besonders hohen Belastungen, sind Zahnärzte denn so viel mehr krank und sterben die auch eher an Amalgamvergiftungen? Richtig. Die Amalgamvergiftung ist natürlich was außerordentlich Heimtückisches. Ich habe 200 Zahnärzte untersucht, von denen jetzt 40 berentet werden. Aber erst wenn der Zahnarzt den Zusammenhang kennenlernt, dann sieht er die Konsequenzen, die auf ihn zukommen. Wir unterscheiden ja immer die akute Vergiftung. Die kann man durch Urin- und Blutuntersuchungen messen. Mhm. Während die chronische Vergiftung kann man eigentlich nur an der Leiche exakt bestimmen. Aber weshalb oder durch entsprechende Tests. Wird dann gesagt, das ist ja alles so langwierig und im Gehirn, wenn da mal Quecksilber ist, kann es bis zu 18 Jahre dann bleiben. Andererseits lese ich in den Veröffentlichungen, dass bereits das Entfernen der Amalgamfüllungen sofort zur Linderung der Beschwerden geführt hat. Das ist doch ein Widerspruch, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Doch, das Fass unseres Körpers voll Gifte ist in solchen Fällen voll. Und in dem Moment, in dem etwas aus diesem Fass entfernt wird, fühlt sich der Organismus und der Patient schon wesentlich wohler. Aber Herr Professor Hickel, kann er das denn, in dem Moment, wo es entfernt wird, hat er doch erst noch eine zusätzliche Amalgambelastung? So ist es. Ich meine, man kann verschiedene Vorsichtsmaßnahmen treffen, um die Belastung beim Entfernen möglichst gering zu halten. Aber es ist eine höhere Belastung, wenn man eine Amalgamfüllung entfernt, als wenn sie zu derselben Zeit im Munde ohne Behandlung verbleibt. Und dann heißt es aber doch, es gäbe nun ja Ausleitungsmöglichkeiten.
Wie sehen die denn aus, wenn man nicht gerade Medikamente geben wollen, die vielleicht noch schlechtere Nebenwirkungen haben, als das Amalgam selber im Körper hat? Naja, also Ausleitungsmöglichkeiten, wenn Sie das Amalgam entfernen und dann nimmt die Quecksilberausscheidung, die ja stets vorhanden ist, mit ihrer normalen Halbwertszeit ihren Lauf. Die Halbwertszeit ist etwa 60 Tage und damit nimmt eigentlich schon die Quecksilberbelastung im Körper ab. Man also, hat das auch messen können. Also ohne, dass man was dazu tut. Nun sagt es doch, man könne aber Vitamine geben, man könne Mineralstoffe mal geben, man könne sowas geben. Haben Sie da Erfahrung, Herr Dr. Koch? Ja, da haben wir eine ganze Reihe von Erfahrungen. Nur ich darf noch eine Sache kurz korrigieren. Die Halbwertszeit von Quecksilber aus den Amalgamfüllungen im Gehirn, das hatten Sie vorhin richtigerweise gesagt, ist 18 Jahre, also nicht wenige Tage. Es gibt eine Reihe, um auf Ihre Frage konkret zu antworten, Methoden, um das Quecksilber aus dem Organismus auszuschleusen. Es gibt die Möglichkeit, Spurenelemente, speziell Selen, zu geben. Es gibt die Möglichkeit, bei schwersten Vergiftungen auch chemische Mittel zu geben. Da muss man natürlich abwägen. Aber um schwerste Vergiftungen scheint es sich doch eigentlich nicht zu handeln, wenn wir so also diese Größenordnungen sehen. Oder wie ist das, Herr Professor Hickel? Wenn es schwerste Vergiftungen wären, dann würde man das ja auch im Blut und im Urin zum Beispiel nachweisen können. Darüber hinaus ist von wissenschaftlicher Seite der Nachweis noch nicht erbracht, dass Selen irgendeine Verbesserung erzielen würde. Aber woher wissen wir denn eigentlich überhaupt, ob das Quecksilber, was da mit verschiedensten Methoden dann doch immer wieder versucht wird zu messen, überhaupt das aus den Zähnen ist oder nicht das aus der Nahrung? Das soll doch angeblich noch viel giftiger sein. Nun, die Frage darf ich an den Toxikologen weitergeben. Ganz kurz, das stimmt im Prinzip, das Quecksilber in der Nahrung ist das Methylquecksilber, was wir aus den Fischbestandteilen in der Nahrung aufnehmen. Und dieses gilt als besonders neurotoxisch. Und man kann das Quecksilber, was aus dem Amalgam in den Zähnen kommt, sehr wohl schon im Organismus nachweisen. Da sind Versuche gemacht worden, auch sogar an Probanden, an Menschen also, denen man kurzfristig Amalgamfüllungen gelegt hat, die mit radioaktivem Quecksilber versetzt waren und man konnte dann im Blut und im Urin der Patienten tatsächlich die Zunahme von radioaktivem Quecksilber feststellen. Aber hat man denn nun auch getestet bei denen, die Beschwerden angeben aufgrund von Quecksilber, ob das die Zähne oder ob das das Essen war? Hätte man nicht sagen können, lass die Blomben drin, aber jetzt dürft ihr keinen Fisch essen? Man kann das natürlich exakt unterscheiden. Die Amalgamvergiftung ist ja eine Mischvergiftung. Und wir suchen ja nicht nur nach Quecksilber, sondern auch die anderen Bestandteile. Und die Nahrung ist unbedeutend im Verhältnis zur Amalgamaufnahme. Und warum verbieten wir es dann nicht einfach und sagen, egal, ob es denn nun wirklich so ins Gewicht fällt. Aber eine Frage muss ich schon noch beantwortet haben. Also kann es allein aufgrund von Amalgam in den Zähnen zu so einer schweren Lebererkrankung gekommen sein? Oder müssten wir da nicht doch auch noch andere Ursachen suchen? Ja, Sie schütteln den Kopf, Sie, Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Das ist also für Quecksilbervergiftungen oder auch hohe Belastungen vollkommen atypisch, dass es hier zu Lebererkrankungen kommt. Das wissen wir aus der Arbeitsmedizin. Ja, Herr Dauner. Es war aber eindeutige Amalgamvergiftung. Und nach der Entgiftung haben sich die Leberwerte normalisiert. Ja, oder aber ist nicht eine angeschlagene Leber natürlich auf jedes Gift noch empfindlicher erholt sich ohnehin, ohne dass ich jetzt wirklich sagen kann, das war aber die eindeutige Ursache. Es ist ja immer ganz schwer, die Ursache und den Zusammenhang nun so dingfest zu machen. Aber warum überhaupt die Diskussion, wenn wir sagen, gut, wir müssen doch alles versuchen zu verhindern, was irgendwo uns belastet. Es kommt so viel zusammen, da ist es das Blei, hier ist es das Quecksilber, da sind es Dinge aus der Nahrung, dort aus der Luft. Also lass uns reduzieren. Warum muss man so sehr am Amalgam festhalten? Wie weit ist denn nun die Entwicklung anderer Stoffe? Gut, die Zahnärzte werden eigentlich immer diese Verteidigungsposition mit Amalgam gedrängt. Ich glaube, ich kann für alle Zahnärzte sprechen. Wenn wir andere gleichwertige oder bessere Materialien zur Verfügung haben, würden wir auf das Amalgam sofort verzichten. Und wenn wir heute die Frage stellen, ob es Alternativen zum Amalgam gibt, so muss man das detailliert betrachten. Man kann sagen, es gibt kein Material, das den universellen Einsatz von Amalgam gleich wäre. Aber es gibt für einzelne Indikationen durchaus Alternativen. Ja, was heißt das? Also wir sagen, gut, wenn es wirklich auf diesen sehr kaubelasteten Flächen ist, dann ist es einfach das Haltbarste. Wie lange hält denn Amalgam im Verhältnis zum Kunststoff? Nun, von den Amalgamfüllungen wissen wir, dass sie im Durchschnitt 8 bis 10 Jahre im Munde, also die mittlere Lebensdauer im Munde verbleiben. Das hängt aber auch von der Größe des Defektes ab.
Und bei den Kunststoff- oder Kompositfüllungen wissen wir, dass sie wesentlich weniger haltbar sind, die zurzeit zur Verfügung stehenden Kunststoffe. Mhm. Aber es kommt ein ganz wichtiger Gesichtspunkt hinzu, das ist die Größe der Kavität, also des Loches im Zahn. Ja. Und wenn diese Kavität nicht vom Schmelz begrenzt ist, dann sind einfach Kunststoffe nicht mehr geeignet. Ja, und wenn man nun Gold hat, es ist natürlich sicherlich eine Kostenfrage. Aber Herr Dr. Koch, wenn nun jemand relativ viele Füllungen hat, es geht Ihnen ja um das Erhalten der Zähne. Die Frage ist doch wirklich, dann muss ab und zu doch noch ein Zahn mehr geopfert werden, wenn wieder ausgebohrt werden muss und so weiter. Wie ist denn der Patient eigentlich vernünftig zu beraten? Man muss dieses Problem meiner Ansicht nach ganzheitlich anfassen. Man darf nicht nur die Zähne sehen, sondern man muss den Gesamtorganismus sehen. In Schweden ist zum Beispiel eine Studie durchgeführt worden. Dort hat man Arbeitern Quecksilberfüllungen entfernt und hat festgestellt, dass die Fehlzeiten, also die Krankheitstage, um 30% zurückgegangen sind. Wenn Sie diesen Kostenfaktor rein volkswirtschaftlich sehen, behaupten wir vom Bundesverband, dass die Alternativen, also Kunststoff- oder Goldfüllungen, unter Umständen genauso kostengünstig sind wie Amalgamfüllungen. Ja, das sind immer so Direktschlüsse, sind die nicht äußerst schwierig? Denn die Frage ist doch, wie viele Füllungen hatte der, hat der überhaupt was davon merken können? Soll das jeder entfernt kriegen? Und sind mir meine gesunden Zähne nicht für meine Gesamtgesundheit und Krankheitsabwehr auch wichtig? Ja. Ich sehe das auch so und man muss vor allem eins sagen, der Patient ist ja mündig und der Zahnarzt muss den Patienten beraten und muss ihm in der jeweiligen Situation sagen, für diesen Defekt kommt das und das Füllungsmaterial in Frage und muss dann nach Aufklärung des Patienten den Patienten entscheiden lassen, welches Material er verwenden möchte. Ja, das wäre natürlich fein, wenn er sich immer alles leisten könnte. Ich meine, wenn ich natürlich als Patient sagen kann, von vornherein nur noch Gold, von vornherein nur noch das, bin ich ja einfach dran. Aber es ist natürlich eine Frage der Kostenträger. Das heißt also, wenn wir andere Materialien hätten, wären sich dann einfach alle einig. Ja, die Japaner haben ja seit 1988 kein Quecksilber mehr. Mhm. Und die behaupten, dass die Kunststoffe ebenbürtig wären. Warum das bei uns nicht gehen soll, verstehe ich nicht. Da möchte ich mal ganz kurz jetzt was anmerken. Ja. Diese Geschichte mit den Japanern hat sich bei einer Besprechung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung vor 2 Wochen als Irrtum herausgestellt. Mhm. Die Japaner verwenden selbstverständlich noch Amalgamfüllungen. Die Bedingung, die hier ist, ist die, eine ganz andere. Sie dürfen es dann nicht verwenden, wenn in den Praxen keine Amalgamabscheider vorhanden sind. Mhm. Hier geht es also nicht um das Quecksilber, was eventuell in den Patienten kommen könnte, sondern um das Quecksilber, was in die japanischen Abwasserleitungen kommen kann. Und da sind die Japaner sehr sensibilisiert. Also wenn ich das zusammenfasse, dann kann man eigentlich nur sagen, es wird sich bemüht um neue Materialien. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Industrie nicht mitmacht. Denn wer findet schwarze Füllungen schon schön? Wer hätte nicht viel lieber helle, wenn das machbar wäre? Also es wird sicherlich sehr intensiv dran gearbeitet. Wer sich da Füllungen legen lassen muss, wo es nicht unbedingt ganz hart sein muss, der wird heute schon Kunststoff bekommen. Die Frage ist, wenn wir auf Amalgam verzichten können, tun wir das. Aber dass wir uns wirklich vergiften, es sind die Symptome so unklar, was dran liegt. Wir können nur sagen, alles meiden, was heißt noch mehr Gift als unbedingt erforderlich in unserem Körper. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Prima. Danke. Guten Tag, ich bin Jürgen Fliege und Sie zu Hause kann ich ja nicht fragen, was Sie so von Amalgam halten. Sie können mir ja nicht antworten, aber meine Gäste hier im Studio, die könnten... Wissen Sie das? Nein, ich weiß es nicht. Sie wissen gar nicht, ob Sie sowas vielleicht im Mund haben. Eine Generation jünger, hast du Amalgam... Keine Ahnung. Weißt du gar nicht? Nö. Warst schon mal beim Zahnarzt? Ja. Hast du Blommen gekriegt? Nein. Und du? Ja. Hast du Blommen gekriegt? Ja. Und weißt du, was das ist? Nee. Was in den Blomben drin ist? Nee. Nicht? Und die Gäste Jungs? Zahnarzt? Ja, ich weiß aber nicht genau. Ich nehme mal an, dass ich Amalgam in Zähnen habe. Also, weißt du auch, dass das Zeug eventuell giftig sein kann? Habe ich schon von gehört, ja. Denn das ist unser Thema heute. Krankmacher Amalgam. Mama, Mama, er hat gar nicht gebohrt. Das können heutzutage nur die wenigsten Zahnarztbesucher sagen. Die meisten Deutschen haben Löcher in den Zähnen. Und die müssen gestopft werden, meistens mit Amalgam. Die Vorteile der Metalllegierung aus Silber, Zinn, Kupfer, Zink und Quecksilber. Sie ist billig, leicht zu bearbeiten, härtet sehr schnell aus und passt sich gut dem Zahn an. Doch Amalgam ist ins Gerede gekommen, denn die Bestandteile der Legierung sind giftig.
Vor allem beim Kauen werden die Bestandteile des Amalgams herausgelöst und gelangen über den Speichel in den Körper. Welche Folge diese Vergiftungen haben, ist bis heute nicht klar bewiesen. Selbsthilfegruppen sprechen von mehreren 10.000 chronisch Kranken wegen Amalgam. Doch trotz der Erkenntnis, dass Amalgam dem Menschen schadet, sind diese Füllungen immer noch die, die am häufigsten verwendet werden. Jedes Jahr werden in Deutschland 50 Millionen Amalgamplomben eingesetzt. Das Bundesgesundheitsamt reagierte sehr zögerlich auf die Klagen der Geschädigten. 1987 sprach es die Empfehlung aus, dass schwangere Frauen auf die Füllungen verzichten sollten. 5 Jahre später legte die Behörde nach. Amalgam sollte nur noch in Backenzähnen zum Einsatz kommen, nicht bei Kindern unter 6 Jahren und Menschen mit Nierenschäden. Immer noch wird heute getestet, wie schädlich Amalgame wirklich sind. Anhand von Speichel- und Urintests soll geklärt werden, wie sehr das Gift auf den Organismus wirkt. Doch auch das Herauslösen der Amalgamplomben ist mit Vorsicht zu genießen. Denn dabei werden so starke Dämpfe frei, dass der Zahnarzt nur mit Gasmaske arbeiten kann und der Organismus des Patienten noch stärker belastet wird. Unsere ersten beiden Gäste haben verständlicherweise schlechte Erfahrungen mit Amalgam gemacht und vielleicht Ihnen zum Trost, einer davon ist Zahnarzt. Es handelt sich um Susanne und Dr. Hans-Ulrich Prein. Herzlich willkommen. Frau Prein, schön, dass Sie da sind. Dr. Prein, bitte nehmen Sie Platz. Da staunt man eigentlich, dass man über Amalgam mit Zahnärzten reden muss und mit Zahnarztgattinnen reden muss, Frau Prein. Wie hat es denn bei Ihnen angefangen, die Schwierigkeiten mit Amalgam? Hatten Sie zuerst was am Mund? Nee, es hat eigentlich auch nicht mit Kinderwunsch angefangen, sondern mehr. Ich hatte bei meinen Tagen sehr starke Schmerzen und der Frauenarzt hat einfach gemeint, man sollte mal nachschauen und sollte Bauchspiegelung machen. Und dadurch hat sich das Ganze entwickelt. Also der Kinderwunsch und das mit dem Amalgam stand noch total in unterferner Liefen. Jetzt haben wir schon 3 Themen. Also, nämlich, erstens mal sagen Sie, ich hatte Unterleibsschmerzen während meiner Periode. Ja. Und das ist eigentlich der Anfang der Geschichte. Ja. Und das 2. Kapitel könnte heißen, ich hätte gerne Kinder. Sie ja, danach ja. Dann. Ja, bei meiner Frau ging es vor allem darum, die Endometriose zu behandeln. Was ist das? Das sind Verwachsungen im Unterleib. Aha. Und die werden also neuerdings auch mit Umweltbelastungen in Verbindung gebracht. Das war uns aber damals nicht bekannt. Jetzt wollen wir mal gucken, was damals war. Erste Geschichte hatten wir, 2. Geschichte heißt, ich hatte viele Operationen, um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, ein Kind auf die Welt zu bringen. Haben Sie denn eins auf die Welt gebracht? 2. Und damals schon oder ist das erst später gewesen? Nein, das war erst dann nach der Entgiftung. Mhm. So. Wer kommt denn dann auf die Idee, dass Ihre ganzen Schwierigkeiten etwas eventuell mit Ihren Zähnen zu tun hatten, wenn Sie nicht selber drauf gekommen sind? Ja, das hat eigentlich der Professor Zahn, dem haben wir es zu verdanken. Das war aber auch, ich bin also nach München zu Ärzten gefahren, ich bin überall wirklich in Tübingen gewesen und so und dann sind wir nach Bayern gezogen und dann hat sich das irgendwie so ergeben, weil ich gesagt habe, ich kann nicht immer nach München gehen, um irgendwelche Monatskontrollen zu machen, da muss es nur was geben. Mhm. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, jetzt machen wir mal die Füllung raus, weil ich auch halt irgendwo was gelesen habe, weil ich eigentlich auch in Angst hast bin und das gar nicht so gern machen wollte. Und dann kam er zum Professor Zahn, er hat gemeint, gut und schön, es ist draußen, aber es nützt nichts, es gehört auch entgiftet. Also Frau Prein, kann man sagen, da gibt es eine Frau, die hätte gern ein Kind. Und sie versucht alles, rennt von Bonzus nach Pilatus und weiß nicht, woran es liegt. Ja. Und zum Schluss kommt sie darauf, es könnte was mit den Zähnen sein. Ja, so ungefähr. So ist es gewesen. Ja. Jetzt wollen wir den Mann kennenlernen, wohin Sie gegangen sind. Und der Mann heißt zufällig wirklich Zahn. Herzlich willkommen, Volker Zahn. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Arzt, Herr Zahn? Ja. Aber ein besonderer Arzt. Was für ein Arzt? Frauenarzt und Umweltmediziner. Und wer kommt zu Ihnen? Also wie beispielsweise Frau Prein, Frauen, die irgendwo den Verdacht haben, mit mir stimmt was giftmäßig nicht? Ja, so ist es. Viele Frauen, die lange Leidenswege hinter sich haben, kommen dann einmal zu mir, weil sie gehört haben, der beschäftigt sich mit Schadstoffen. Mhm. Und dann fragen sie nach, ob die eine oder andere Erkrankung auch etwas mit Schadstoffen und mit Amalgamfüllungen zu tun haben könnte. Und wie untersuchen Sie dann, Frau Prein, was sagen Sie denn der? Stoßen Sie die auf Amalgam an? Oder? Nein, zunächst einmal eine ausführliche Krankengeschichte. Klar. Ich lasse mir alles erzählen. Die Dinge, die schon gemacht wurden, die lasse ich natürlich beiseite. Und dann gucke ich mir auch die Zähne grundsätzlich an. Bei all den unklaren Fällen, bei jeder Unfruchtbarkeit schaue ich mir die Zähne an. Und da sah ich die vielen Amalgamfüllungen. Was sagen Sie dann?
Die müssen raus. Also grundsätzlich? Nein, zunächst einmal nur bei Leidenswegen, bei Erkrankungen. Und da man ja nie genau weiß, welche Ursache spielt die wirkliche Rolle, gehört für mich das Quecksilber aus dem Mund heraus. Wir haben Ihnen erlaubt, sage ich mal, einen schönen Namenszettel zu tragen, weil Ihre Kinder haben Sie mitgebracht. Und das finde ich immer schön, wenn Kinder mitgebracht werden in unsere Sendung. Und eines Ihrer Kinder, ich glaube, der Hansi, hat diesen tollen Namenszettel gemacht, weil im Fernsehen sonst so schlechte sind. Stimmt das, Hansi? Ja. Finde ich toll, dass du uns hilfst, Fernsehen zu machen. Ja? Prima. Und mir hilft ja, Sie immer beim Namen zu nennen, Herr Zahn. Rausbohren scheint nicht unproblematisch zu sein. Also einfach Amalgam rausnehmen. Wissen Sie da mehr drüber? Ja, das muss man unter ganz gewissen Bedingungen machen. Möglichst vermeiden, dass während des Rausbohrens noch Reste von Amalgam runtergeschluckt werden und zusätzlich den Körper noch belasten, der bei vielen Füllungen so und so über Jahre stark mit Quecksilber angereichert ist. Und da wissen die Experten einige gute Bedingungen. Wir haben es im Film schon gesehen. Es gehört eine Abdeckung dazu, es gehört ein langsamer Bohrer dazu. Fragen wir den Zahnarzt. Der ja, der weiß es besser. Und welche Organe sind immer davon befallen, von diesen Quecksilbervergiftungen? Alle. Dieses Quecksilber, Schwermetallquecksilber, lagert sich in den Eierstöcken ab, in der Gebärmutter, im Hirn, in den Nerven, in der Leber, überall. Gibt es einen Prozentsatz, wo man sagen kann, so und so viele Frauen, die kein Kind bekommen, haben irgendein Giftproblem? Ja, ich würde sagen, wenn alle sogenannten klassischen medizinischen Untersuchungen versagen, dass keiner mehr eine Antwort geben kann, woran liegt es? Eierstöcke sind in Ordnung, Eileiter sind in Ordnung, Hormone sind in Ordnung, der sogenannte Follikel wächst heran. Ja. Wenn das alles in Ordnung ist, dann spätestens muss man an Gifte denken. Und das sind 20% der Frauen heutzutage, die von Umweltfaktoren, speziell Schadstoffen, unfruchtbar sind. Und genau das ist bei Ihnen der Fall gewesen. Und wie sind Sie denn dann entgiftet worden, Frau Prein? Haben Sie das gemacht? Ich hatte Herr damals Doktor? Ja noch gar keine Ahnung. Ich war bei dem ersten Gespräch bei Professor Zahn mit dabei. Und als er gefragt hat, was hat Ihre Frau jetzt im Mund, sagte ich Gold. Gut, ich habe das gleich ersetzt durch Goldfüllungen. Und dann sagt er, ja, ist das unter Schutzmaßnahmen gemacht worden? Ist das entgiftet worden? Und ich war also wie vor den Kopf geschlagen. Ich hatte keine Ahnung davon. Sie sind doch Zahnarzt. Ja. Also ich kann nicht zum nächsten Zahnarzt gehen und sagen, mach mal diese Blomben raus. Und der macht das, da muss er noch besondere Ahnung haben. Also wenn Verdacht auf eine Schwermetallbelastung vorliegt, sollte man spezielle Schutzmaßnahmen ergreifen. Man muss natürlich, gut, bei jedermann wird es nicht die Regel sein in der Praxis, weil auch nicht jeder entsprechend motiviert ist, weil natürlich entsprechend Aufwand getrieben wird. Wir haben da im Film gesehen, dass einer Ihrer Kollegen eine Gasmaske getragen hat. Ist das übertrieben? Ja, übertrieben ist es sicher nicht. Sagen wir mal so, ich trage selber in der Praxis auch bei jeder Amalgamfüllung, die ich rausbohr, eine spezielle Schutzmaske, keine so Gasmaske, aber doch mit einem speziellen Quecksilberfilter. Wie lange hat das denn nun bei Ihnen gedauert, bis diese Entgiftung wirklich solche Früchte getragen hat, dass Sie selber ein Baby tragen konnten? In dem Monat, wo wir entgiftet haben, war ich schwanger nach 5 Jahren. Paff. Paff. 5 Jahre probiert. Und dann 3 Tage war sie stationär gelegen, hat es ganz intensiv mal das Gröbste ausgeschwemmt und den Zyklus drauf war sie schwanger. Also dieses Wunder veranlasst offenbar Leute sofort zu sagen, nachzufragen. Ich gucke mal schnell, wo mein Mikrofon ist, dann komme ich zu Ihnen. Bitte. Okay. Könnten Sie mir bitte sagen, was genau eine Entgiftung ist? Ich habe davon noch nie gehört. Mhm. Herr Dr. Prein, was ist Entgiftung dann? Gut, die Schwermetalle lagern sich im Körper ein, in speziellen Depots. Und man redet davon, dass der Körper allein nicht in der Lage ist, das zu entgiften, höchstens mit einer Halbwertszeit von 16 bis 18 Jahren. Man muss also den Körper entweder in eine Lage versetzen, das Schwermetall auszuscheiden. Wie macht man das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal, macht man das beim Zahnarzt oder muss man da wieder zum anderen Arzt gehen? Es gibt Zahnärzte, die machen es auch, aber in der Regel gehört es in der Hand von einem kompetenten Arzt. Machen Sie das, Herr Zahn? Wie geht das, Entgiftung? Frage uns aus dem Publikum. Ja, es gibt verschiedene Methoden. Eine sehr wichtige ist die sogenannte Verabreichung von Komplexbildnern. Das ist ein Medikament,
Aber man muss Mediziner nehmen. Man muss Mediziner nehmen, aber es gibt auch viele naturheilkundliche Methoden, zum Beispiel die Sauna, der Leberwickel, Fasten und viele Reiztherapien sind in der Lage, kleine Mengen von Quecksilber aus dem Körper zu schalten. Und was hat Ihr Wunder vollbracht, von jetzt auf gleich schwanger zu werden, also so stark entgiftet zu werden? Ja, was haben Sie gemacht? Ich war drei Tage stationär in der Klinik. Und haben Sie da Medikamente bekommen? Ja, Medikamente und... Hat das denn jetzt irgendwelche Auswirkungen auf Ihre Form, Zahnarzt zu sein, Herr Dr. Prein? Ja, sicher. Das hat mich also zum ersten Mal stutzig gemacht. Ich habe mich dann in das Thema reingelesen, immer weiter, und habe mich da weitergebildet und habe dann versucht, erstmal das in der Praxis umzusetzen, die Leute mit denen zu sprechen und darüber aufzuklären und versucht, das Amalgam immer weiter rauszubringen aus der Praxis. Wobei, sagen wir, die Resonanz war nicht besonders. Wieso nicht? Weil das halt mit Unkosten verbunden ist für die Leute. Gibt es denn Alternativen? Es gibt Alternativen, sicher. Welche? Es gibt mittlerweile gute Kunststoffe, die man verwenden kann, die auch eine ausreichende Haltbarkeit haben. Ja. Wie lange hält so eine Amalgam-Geschichte, wie lange hält so ein Kunststoff? Da sage ich immer, das ist entscheidend, hängt es davon ab, von der Pflege. Und meistens bekommen die Zähne von anderen Seiten wieder neue Löcher, bevor der Füllstoff tatsächlich undicht wird. Auch für Kunststoff? Für Kunststoff auch. Für Kunststoff. Bei entsprechender Verarbeitung natürlich. Ich habe das gar nicht mehr im Mund, ich habe nur noch Gold im Mund. Warum geben Sie Ihren Leuten kein Gold oder Porzellan? Das ist eine Kostenfrage. Ne? Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen es leider nicht, Gold- oder Keramikfüllungen. Und selbstverständlich, wenn dann größere Defekte da sind, dass eine Teilkrone dann angebracht ist, dann bekommen Sie ja von der Kasse einen Zuschuss. Gibt es denn Patienten, Herr Dr. Prein, die sagen, nee, also wenn ich selber zahlen muss, dann will ich kein Gold haben, dann tu mir lieber wieder das Gift ins Maul? Also bis heute hatte ich noch nicht einen Fall. Ich bin jetzt mittlerweile, habe ich über ein Jahr eine amalgamfreie Praxis. Die Leute werden immer aufgeklärt, zuerst mit dem Merkblatt und dann nochmal persönlich. Und bisher hat sich noch nicht einer dann wirklich dafür entschieden, dass er Amalgam möchte. Hier, bitte. Danke. Ja, was mich wundert, haben Sie in der Ausbildung das nicht gelernt? Wenn man Zahnmedizin studiert, wird das nicht gelehrt, wie gefährlich Amalgam ist und was man da bei der Entgiftung machen muss. Nein. Dass man das gar nicht verwenden soll. Nein. Das wird nicht gelehrt. Amalgam ist nach wie vor der Regelfüllstoff im Seitenzahnbereich. Und an der Uni herrscht das sogenannte Schulwissen und da werden sogenannte Alternativmedizin wird da nicht gelehrt. Haben Sie denn zu Hause die eigene Frau? Sind Sie zwei Kinder da? Kommen denn auch in Ihrer Praxis jetzt Fälle, wo Sie sagen, da ist ja wieder solch ein Fall? Gibt es das? Ja, ich habe also... Das spricht sich ja immer mehr rum. Ne? Ja. Ich bekomme von Kollegen inzwischen so Verdachtsfälle zur Amalgamsanierung überwiesen. Und natürlich sieht man dann immer wieder so Fälle, wo dann die Erfolge auch da sind. Man kann das bei den Leuten dann regelrecht mitverfolgen, wie es ihnen dann mit der Zeit immer besser geht. Man sieht es allein schon, wenn man die Gesichtsfarbe beobachtet, am Anfang blass und wirklich schlecht aussehen, schlecht beieinander vom Allgemeinzustand. Und mit der Zeit sieht man einfach, die Leute werden dann wieder vitaler. Und raten Sie den allen Menschen, die zu Ihnen in Behandlung kommen, Mensch, lass dir diese Amalgamfüllungen rausbohren. Ist das, vielleicht sagen Sie nicht. Nee, nicht. Das darf ich gar nicht sagen. Ich bin Vertragszahnarzt und ich muss behandeln im Rahmen der bestehenden Verträge. Wenn ich einen Verdacht habe, werde ich das mit dem Patienten besprechen, aber ich kann das nicht bei jedem Patienten machen, das könnte ich, ich hätte auch gar nicht die Zeit dazu. Jetzt frage ich nochmal den Umweltmediziner, den Dr. Zahn, ist es denn so, dass alle Menschen gleich auf diesen Giftstoff reagieren? Denn sicherlich gibt es Millionen, die sagen, wieso Amalgam, mir geht es doch locker vom Hocker gut. Und einige sagen, ich kann es nicht mehr aushalten. Wie kommt das? Das ist wie mit dem Rauchen. Der eine kann 50 Zigaretten rauchen, hat wenig Beschwerden. Und der andere raucht 30 Zigaretten und wird frühzeitig krank, kriegt Krebs oder Gefäßveränderungen. Man kann das am besten vergleichen mit einem Topf, mit einem Fass. Das Fass läuft über, wenn es voll ist. Und so ist auch der Mensch. In so ein Fass passen viele Gifte rein, da geht es ihm noch lange gut. Da kommt es auch immer darauf an, was hat er für eine Vererbung, was hat er sonstige Belastungen in der Ernährung, im Haus, im Hobby. Dann kommt der Punkt,
wo das Fass voll ist, das Fass läuft über und dann ist er krank. Würden Sie denn jemandem raten, einfach, obwohl er jetzt weder Zahnschmerzen noch Leberschmerzen hat, sich die Amalgamfüllungen rausbohren zu lassen? Also wenn er kerngesund ist und keine Beschwerden hat, würde er nicht zu mir kommen. Wenn aber einer zu mir kommt und will sagen, ich möchte für meine Gesundheit viel tun, Herr Doktor, was kann ich tun? Und dann sage ich, gucke ich mir die Zähne an, dann sage ich, dann lassen Sie sich auch die nächste Zeit ganz langsam, Monat für Monat, die Amalgamfüllungen entfernen. Wieso Monat für Monat? Man geht doch nicht so gern zum Zahnarzt. Soll man jeden Monat gehen? Ja, das hängt damit zusammen, wenn man viele Amalgamfüllungen auf einmal rausmacht, ist die zusätzliche Belastung vom Herausbohren viel zu hoch. Deshalb nach und nach. Ach, da kommt doch was in der Atemluft oder irgendwo ist dieses Gift überall sicherlich drin. Wenn das nicht ganz fachmännisch gemacht wird mit Kofferdamm, das ist so eine Gummiabdeckung, wo nur der kranke Zahn, glaube ich, rauskommt. Wo nur der kranke Zahn rausschauen darf, wo ganz...